Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar UX Research im Telekommunikationsbereich. Dies ist das vierte Webinar in unserer diesjährigen Webinar-Tour. Wenn Sie sich auch für den Automotive-Bereich interessieren oder Online-Antragsstrecken interessant finden, haben unsere Kollegen in den nächsten Wochen auch schon mal etwas vorbereitet. Unsere vergangenen Webinare finden Sie auch als Aufzeichnung auf YouTube oder auch auf unserer Website scoposnova.de. Dazu einfach Scopus Group in der YouTube-Suche eingehen, wenn Sie es auf YouTube nachschauen wollen, oder einfach auf unserer Webseite www.scoposnova.de auf unseren Blog gehen und dort auf dem Blogbeitrag Nova Webinar Tour. Dort finden Sie nochmal alle Webinare, die schon gelaufen sind, und auch dann die zukünftigen, inklusive der Videoaufzeichnung, die dann zu YouTube leitet. Nun zu uns und unserem heutigen Thema. Mein Name ist Dustin, ich bin UX Research Manager bei Scoposnova und heute habe ich meine Kollegin mitgebracht, die auch schon auf Unternehmensseite Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche gesammelt hat. Michelle war in der Marktforschung bei Congstar tätig und betreut nun bei uns schwerpunktmäßig Kunden aus dem Telekommunikationsbereich. Michelle wird uns heute ein wenig dazu erzählen können, was die Telekommunikationsbranche derzeit denn so bewegt und welche Herausforderungen dies natürlich dann auch für den UX-Research bedeutet. Aber natürlich haben wir auch entsprechende Lösungen parat. Bleiben Sie also dran. Wir hoffen, dass es sich für Sie lohnt. Also Michelle, was bewegt denn eigentlich derzeit die Telekommunikationsbranche? Hallo zusammen und vielen Dank für die Einführung. Ja, diese Frage möchte ich aber erst einmal an unsere Zuschauer weitergeben. Schreiben Sie doch gerne einfach mal ein paar Stichworte in den Chat, welche Themen Sie aktuell bewegen. Stichworte reichen dabei total aus, zum Beispiel einfach 5G schreiben. Ich schreibe direkt selbst kurz einmal in den Chat, sodass Sie diesen sehen können. Okay, macht jetzt auch nichts. Dann stellen wir einfach mal die Themen vor, die wir heute vorbereitet haben. Den größten Wandel im Telekommunikationsbereich wird sicherlich 5G mitbringen. Datenraten mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und sehr geringe Latenzen eröffnen neue Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch und Maschine, aber auch Menschen untereinander. Es können zum Beispiel unterwegs flüssig Augmented Reality Spiele gespielt werden und mit Hilfe von Virtual Reality können wir uns im virtuellen Raum mit Freunden treffen. Im IoT und Smart Home Bereich können mehr Geräte bei niedrigerem Energieverbrauch verknüpft werden und außerdem wird das Internet mobil und unterwegs immer schneller als zum Beispiel bei den meisten Breitbandtarifen zu Hause. Letztlich bedeutet das alles, dass wir Telekommunikation auf eine ganz neue Weise erleben werden, eine ganz neue User Experience also. Aber Michelle, wenn ich jetzt nur mal an meine eigene Mobilfunknutzung denke, brauche ich das denn eigentlich alles? Da sprichst du schon einen ziemlich interessanten Punkt an. Natürlich ist sowas total individuell, je nach Nutzer. Ich meine, der Nutzer hat heutzutage ja sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel nutze ich Netflix oder Disney Plus. Dann sind vielleicht Vergünstigungen über meinen Telekommunikationsanbieter für diese Dienste eine gute Option für mich. Interessiere ich mich aber für Smart Home, dann gibt es ebenfalls entsprechende Optionen inklusive Technik und App bei dem einen oder anderen Telekommunikationsanbieter. Und dann haben die Nutzer natürlich auch noch ganz grundsätzliche Fragen, wie zum Beispiel, brauche ich unterwegs superschnelles Internet oder brauche ich nur noch wenig Datenvolumen, weil ich eigentlich eh nur noch im Homeoffice bin und dadurch nur noch mein WLAN nutze. Aber auch, wie viel bin ich eigentlich bereit zu zahlen? Und dabei kann ich dem Anbieter auch vertrauen, gerade wenn er vielleicht eher in einer sehr günstigen Preissparte ist? Diese Verbindung zum Anbieter spielt ja vor allem in der aktuellen Corona- und Lockdown-Zeit auch eine besondere Rolle. Da fragen sich viele Kunden, auf welchen Weg kann ich mich denn jetzt eigentlich an meinen Mobilfunkanbieter wenden? Gibt es zum Beispiel ein Online-Kundencenter oder gibt es andere digitale Kontaktkanäle, mit denen ich bei Fragen oder Problemen mich trotzdem an meinen Mobilfunkanbieter wenden kann? Auf der einen Seite gibt es also sehr viele Möglichkeiten, auf der anderen aber auch sehr viele Anbieter und Angebote. Ich meine, wenn man sich nur mal anschaut, wie viele Anbieter zu Drillisch zählen, dann merkt man schnell, wie unübersichtlich das Angebot eigentlich sein kann. Letztlich muss ich als Anbieter also herausstechen und über eine sehr gute User Experience für eine gute Reputation sorgen.
Ja gut, also so für die Preisbereitschaft und für Tarifkonzeptteste gibt es ja auch schon einige Marktforschungsmethoden, die sehr etabliert sind. Also wenn ich jetzt mir irgendwie einen neuen Tarif überlege, dann kann ich den ja durchaus mit einer Conjoint-Analyse auch testen, ob die Leute dann bereit sind, den zu nehmen, wie viele einzelne Bestandteile wert sind. Aber ob das Angebot mich dann auch wirklich überzeugt und ich langfristig Kunde bleibe und den Anbietern dann natürlich auch meinen Freunden weiterempfehle, ne, das ist ja immer auch ein großes und wichtiges Ziel, das kann ich ja eigentlich auch erst wirklich für mich selbst beurteilen, wenn ich den Tarif dann längerfristig genutzt habe, ne? Ja, genau. Und das ist auch schon ein echt wichtiger Punkt, der sicherlich auch die Kollegen in der Kommunikationsbranche sehr beschäftigt. Denn wenn ich zum Beispiel einen App-Tarif anbiete oder eben eine eigene Smart Home oder Virtual Reality-Lösung entwickle, dann muss ich wissen, ob diese Lösung auch wirklich langfristig überzeugt und bindet, bevor ich sie auf den Markt bringe. Bei Virtual Reality hat man ja häufig so einen kurzen Wow-Effekt und erst nach ein paar Stunden Nutzung kommt es zur Ernüchterung. Die Bildqualität überzeugt nicht, die Steuerung ist hakelig oder man merkt, hups, Motion Sickness, die Übelkeit auslöst. All das kriegt man in einem einstündigen Usability-Test nicht unbedingt raus. Und so ist das im Grunde genommen auch bei Tarifoptionen. Überzeugt mich ein 5G-Tarif in meinem Alltag? Ist der Empfang wirklich einwandfrei? Bricht die Internetverbindung auch nicht ein? Aber auch in Bezug auf zusätzliche Geräte. Komme ich mit Smart Home-Geräten, die ich vielleicht in meinem Tarif enthalten habe, gut klar? Das weiß ich alles erst nach ein paar Wochen oder sogar Monaten. Aber den Tarif habe ich dann meist 24 Monate am Hals. Mit entsprechendem UX-Research kann man aber eigentlich schon früher herausfinden, welche Tarifideen Nutzer langfristig überzeugen können. Okay, ja, aber wenn man das jetzt alles im Usability-Test nicht so gut herausfinden kann, was mache ich denn dann? Genau an dieser Stelle setzen Online-Communities an, die wir heute genauer vorstellen möchten. Bei einer Online-Community werden Testnutzer in eine geschlossene Online-Plattform eingeladen. Sie erhalten testweise den Tarif, ein Smart-Home-Gerät oder eine Virtual-Reality-Brille zugesandt oder sollen sich eine Begleit-App für einen Tarif herunterladen. Das Angebot testen sie dann für eine gewisse Zeit. Dabei halten sie ihre Eindrücke auf der Plattform in einem Online-Tagebuch fest und können gegebenenfalls auch noch mit anderen Teilnehmern in Diskussionsforen über ihre eigenen Erfahrungen diskutieren. Also ich finde, das klingt doch schon mal recht spannend. Aber unsere Zuschauer, die fragen sich jetzt sicherlich bestimmt, wie viele Teilnehmer brauche ich denn dafür eigentlich? Das kommt ganz drauf an. Möchte ich abschließend auch ein quantitativ belastbares Stimmungsbild haben, dann brauche ich mehr Teilnehmer. In der Vergangenheit haben wir solche Studien oft mit circa 50 Teilnehmern durchgeführt. So bekommt man meist schon mal ein sehr gutes Bild und Gefühl für technische und Bedienprobleme. Wir hatten aber auch schon Studien mit 150 und auch 300 Teilnehmern. Da geht es dann verstärkt auch um quantitative Stimmungsbilder. Okay, ja. Und da ist ja dann eigentlich auch nochmal eine wichtige Frage, woher bekomme ich denn eigentlich diese ganzen Teilnehmer dafür? Also eine Möglichkeit ist es natürlich, wenn man als Telekommunikationsanbieter Kundendaten besitzt und darüber hinaus auch das Einverständnis hat, die Kunden für Marktforschungszwecke zu kontaktieren. So kann man natürlich Teilnehmer einladen. Ansonsten empfiehlt es sich aber auch, auf Online-Panels und Teststudios zuzugehen, um Teilnehmer zu rekrutieren. So kann man beispielsweise auch Wettbewerbskunden erreichen. Ganz generell haben wir die Erfahrung gemacht, dass die eigenen und oft intrinsisch motivierten Kunden am besten mitmachen, aber eben auch Markenfans sein können. Und was die Wettbewerbskunden angeht, da sind Teilnehmer aus Online-Panels zwar oft günstiger als die von Teststudios, machen aber auch häufig nicht ganz so gut mit. Daher empfiehlt es sich also, eine Mischung aus eigenen Kunden und Wettbewerbskunden vom Teststudio zu rekrutieren. Ah ja, okay. Und wie lange lässt man denn eigentlich da sowas laufen? Auch das kommt immer drauf an, vor allem wie intensiv ich etwas testen muss und bis wann ich auch wirklich die Nutzung in meinem Alltag abschätzen kann. Da braucht man schon mindestens einen Monat, besser sollte man aber 2 bis 3 Monate einplanen. Lässt man das länger laufen, wird es für die Teilnehmer dann immer sehr zäh, falls das Produkt dann doch nicht so sehr überzeugt. Dann machen die Teilnehmer auch nicht mehr so gut mit, aber das ist ja eigentlich auch schon ein Ergebnis. Okay, also ich nehme jetzt 50 Teilnehmer, stelle denen meinen Tarif, meine App oder auch mein Produkt vor, zum Beispiel ein Smart Home Gerät, was ich denen dann für 3 Monate zur Verfügung stelle. Und dann schaue ich einfach mal, was mir die Teilnehmer dazu alles schreiben. Das ist ja eigentlich ein Selbstläufer, oder? Naja, ganz so leicht ist es natürlich nicht. Erfahrungsgemäß muss man die Teilnehmer schon etwas mehr anleiten und an die Hand nehmen.
Im Online-Tagebuch brauchen die Nutzer zum Beispiel gezielte Anweisungen, was sie testen sollen und strukturierte Fragen, die sie beantworten sollen. Manchmal sollen sie zum Beispiel auch ein Bild oder ein Video zu ihrer Nutzung hochladen. Dann empfiehlt es sich natürlich aber auch, den Nutzern nicht zu überfordern, also verschiedene Aufgaben und Fragen besser schrittweise zu stellen. Man fängt zum Beispiel mit einer Wochenaufgabe an. Also probier bitte mal Feature 1, welche Erfahrungen hast du damit gemacht, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Und dann gibt es erst nächste Woche die Aufgaben und Fragen zu Feature 2. Aber dann muss man natürlich auch darauf achten, dass man die Tagebucheinträge zu Feature 1 auch noch weiter berücksichtigt und entsprechende Rückfragen dazu einstreut. Möchte man jetzt die Erfahrung in Foren mit mehreren Teilnehmern diskutieren, braucht man ebenfalls einen Moderator, der Rückfragen stellt und für eine angenehme Diskussionsatmosphäre sorgt. Darüber hinaus empfiehlt es sich aber auch immer, ein paar Teilnehmer für vertiefende Interviews per Videokonferenz herauszunehmen, um die Erfahrung noch einmal in der Tiefe zu verstehen. Und zu guter Letzt ergeben wöchentliche oder monatliche Zwischenbefragungen für ein quantitatives Stimmungsbild und eine abschließende Befragung sehr viel Sinn, um KPIs wie zum Beispiel die Gesamtzufriedenheit, Nutzungs- und Kaufwahrscheinlichkeit, Take Rates, die Weiterempfehlungsbereitschaft zu erfassen. Gerade bei einer größeren Zahl an Testnutzern lassen sich diese Werte sehr gut über den Verlauf des Testzeitraums tracken und auf die gesammelten Erfahrungen zurückführen. Letztlich achtet dann ja auch häufig das Management auf solche Zahlen, um zu entscheiden, ob die Tarifidee nun weiter verfolgt wird oder eben nicht. Es ist also insgesamt eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Denn nur so bekommt man Einblicke in die Alltagstauglichkeit des Tarifs bzw. der Tarifoption, bevor der Tarif auf den Markt kommt. Und gerade wenn noch Geräte mit im Spiel sind, waren solche Studien hier bei Scopus Nova in der Vergangenheit auch immer noch einmal ein sehr gutes Bug-Testing. Ah ja, okay. Also ich finde, das klingt doch schon einmal alles ziemlich gut. Aber sag doch mal, wo bekomme ich denn jetzt eigentlich diese Online-Plattform dafür her? Im Grunde genommen reicht für eine Quick-and-Easy-Lösung bereits Microsoft Teams aus. Hier kann man mit den Teilnehmern in Kanälen diskutieren und auch den Privatchat als Tagebuch nutzen oder auch dafür nutzen, um Umfragelinks zukommen zu lassen. Und möchte man mal in ein Interview einsteigen, lädt man einfach den Nutzer zur Videokonferenz ein. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch professionellere Lösungen für Online-Communities. Unsere Kollegen von Scopus Connect zum Beispiel schneidern dabei passende Lösungen nach Maß, sodass der Kunde eine Online-Plattform in seinem Design mit Online-Tagebüchern, Foren und Befragungen hat. Die Kollegen kümmern sich dann auch um das Teilnehmermanagement. Ja, danke dir für die interessanten Einblicke. Also ich hoffe auch, dass es für den einen oder anderen Zuschauer interessant war, hier mal exemplarisch zu zeigen, was kann ich denn machen, wenn ich wirklich einen neuen Tarif entwickeln und auf den Markt bringen möchte oder auch Tarif in dem Sinne, dass ich ein Produkt da mitgebe an der Stelle. Und vielleicht haben die Zuschauer ja aber auch noch die eine oder andere Frage. Schreiben Sie diese gerne wieder in den Chat rein. Das scheint gerade nicht der Fall zu sein. Wir sagen schon einmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aber wir haben tatsächlich noch mal eine Sache hier vorbereitet. Und zwar, wenn Sie denn im Prinzip Herausforderungen auch bei sich im Unternehmen haben bezüglich der UX Ihrer Tarifoptionen oder im Prinzip ja neue Ideen auf den Markt bringen wollen im Telekommunikationsbereich, wenn Sie Fragen zu diesem Thema Online-Community haben oder auch weitergehend methodischen Austausch brauchen, dann melden Sie sich doch gerne bei uns unter info@scopus-nova.de und dann würden wir uns freuen, genau, wenn wir ins Gespräch kommen und Ihnen vielleicht helfen können. Wir sagen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünschen Ihnen dann noch einen schönen Tag.